Sicherer Haufen. Alles klar. Okay. Dieser Tor auf und der teleportiert sich da nicht raus. Komm ran, Kleiner. Heute nur zwei. Also noch weiter runtergerutscht. Müssen wir mal ein wenig meditieren. Talente habe ich keine neuen. Mal 9 Stunden Hayabubu. Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Wieder kein Wort von Jaron. Wo ist mein Holz? Ich persönlich habe nichts gegen Hexer. Aber ihr solltet die Straßen dieser Stadt nicht betreten. Ich muss zum Teich gehen, weil ich einen Auftrag von Kaufmann will, wenn da. Ja, da. Ja? Wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja, ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Mit dem das dann noch gerne. Vergnügen. Oh ja. Reden wir. Ja. Mit den Ringen, da bin ich immer noch nicht so. Auf dem Laufenden, was die überhaupt bringen. Kann ich zwar anziehen, aber irgendwie. Geben die mir jetzt keine Vorteile.
Boot des Sphärenmanns. Da sollen wir bestimmt wieder rüberschippern. Zum Teufel damit! Wieder kein Wort von Jaron. Wo ist mein Holz? Interessant. Sphärenmann, komm zurück, ich muss rüber. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Ach, wir wären schon drüben. Hier. Wer seid ihr? Ein Hexer. Schau an, schau an. Und ich dachte, Leo Bonhard hätte euresgleichen ausgerottet. Nie von ihm gehört. Und das werdet ihr auch nicht mehr. Früher oder später trifft jeder in unserem Metier auf einen, der besser ist als er. Und was wäre das für ein Metier? Kopfgeldjäger. Was führt euch hierher? Lebt wohl. Ha, braucht ihr ein Boot? Nee, nee. Es tut sich. Wer möchte übersetzen? Jungs. Jetzt genau. Was mit einem Boot in die Sümpfe fahren und die Feuer erledigen, die Hafen kommen. So nachts, ja, ist natürlich wieder morgens. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Natürlich habe ich jetzt auch keine Feuersteine da. Super praktisch. Da ist ein Land. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Natürlich auch aus. Ich muss es erst gedacht. Feuerstein. Ich hoffe, einer reicht. Nichts zu tun. Richtung. Wo ist meine Katze? Die Feuerstelle auch direkt neben dem Baum. Hat jetzt abends oder Nacht? Nachts.
Dann sitzen wir mal hier in 14 Stunden rum. Jetzt steh auf. Brauche ich nicht. Verschont mich! Und wie viele muss ich jetzt töten? Das war's schon. Ja, fix. Wer möchte übersetzen? Müssen wir es wieder morgen werden? Ein neuer Kunde? Ich würde gern übersetzen. Glaube ich zumindest. Beim Deich. Was wollt ihr? Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Habt ihr euch entschieden? Kann's losgehen? Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. Lieber, wo bist du? Ja? Der Landungssteg ist jetzt sicher. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Hier ist euer Lohn. Danke. Ja? Wie laufen die Geschäfte? Glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich mache Geschäfte, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Ich warte hier auf wichtige Neuigkeiten. Reden wir. Ja? Lebt wohl. Jonathan Ohrens Reicher, das speichern wir doch gleich mal. Verdächtiger, Verdächtiger, Verdächtiger. Mitternacht, ja, das war ja wieder klar.